Ich finde, diese Szenerie hier hat eine der besten Musiken hier in Clash of Clans, aber es gibt tatsächlich noch was, was das Ganze toppen kann. Und zwar habe ich gestern, ihr seht das im Shop, ich meine, ich kann so ein paar Sachen im Shop kaufen. Ja, wir haben natürlich, ich habe es nicht verpasst, wir haben natürlich Drachenfest oder Mond, nicht Drachenfest, sondern Mondneujahr und feiern jetzt das Drachenfest, komme ich aber gleich zu. Ich habe mir gestern noch die Szenerie gekauft oder vorgestern und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Musik noch gar nicht gehört gehabt. Muss ich echt sagen, ich habe die Musik noch nicht gehört gehabt. Und das ist mal schön, ne? Das hat mal richtig was, ne? Oh, ist das herrlich. Oder? Habt ihr die schon mal gehört, die Mucke? Viele spielen ja mal komplett ohne Musik. Aber ich habe es mir heute Morgen mal angehört und habe gedacht, ey, die ist ja wirklich schön, ne? Passt echt super zur Szenerie, muss ich wirklich mal sagen. Und ja, aber wir feiern das Drachenfest hier. Beziehungsweise, ja, es gibt natürlich wieder was zu kaufen im Shop. Also, wenn ihr euch übrigens etwas im Shop kauft, vergesst nicht einen sinnvollen Creator dort einzugeben, also den ihr unterstützen wollt. Und ja, ich unterstütze meistens jemanden, manchmal unterstütze ich jemanden, manchmal aber auch nur. Manchmal unterstütze ich mich auch selber. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Drachenpinata. Das ist ganz, ganz niedlich, muss man sagen. Und die bekommt man auch natürlich am Ende des Events. Wir haben uns gestern Abend übrigens vertan, denn die Drachenpinata hier, beziehungsweise das Event hier, kostet nicht 6,99. Nein, Leute, nur 24 Cola-Dosen, nämlich 5,99. Also für 5,99 können wir hier den Ereignispass kaufen und bekommen dann auch gleich 1000 von den Marken. Wie heißen die Marken? Die heißen gar nicht Marken, die heißen rote Umschläge, muss man sammeln und dafür bekommt man dementsprechend dann wieder die Drachenfestmarken hier und kann dementsprechend, ja, das ist natürlich jetzt kein Geheimnis mehr. Es gibt den Frostfall für die Königin. Haben wir gestern Abend schon mal durchgesprochen, wie der Frostfall sich verhält. Und er hat natürlich Vor- und Nachteile. Also die Queen hat dadurch erhöhten Schaden, aber sie hat dann ihre Unsichtbarkeit natürlich nicht mehr und heilt dadurch nicht mehr hoch. Also doch, das hat sie noch, wenn man es natürlich equipt. Aber sie hat dann also sie ist am Ende nicht so stark, wenn sie gezündet wurde. Das sieht man auch. Ich habe sie heute Morgen schon mal angespielt. Und wo kann man sie denn schon anspielen? Man kann sie natürlich im Event anspielen, aber wir wollen in jedem Fall mal schauen, was hier noch gibt. Es gibt einen Glücksanker, okay, na, der ist ganz niedlich. Und was natürlich wieder ein kleines Gimmick ist, Krabbe mit Haus. Die muss man einfach haben, würde ich sagen. Aber mal sehen, da ich die Skins hier nicht ganz so mag, muss ich sagen, geht sicherlich einiges in die Erze hier bei mir rein. Ich muss wirklich sagen, ich mag die Skins gar nicht. Also diese Skin-Serie sagt mir gar nicht zu, auch wenn ich jetzt da immer im Bildchen die Gladiatoren drin habe. Aber das sagt mir nicht so wirklich zu. Muss ich gestehen, das sieht alles ein bisschen blub, 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 blub aus. Okay, dann lass mal rote Umschläge sammeln. Am Anfang eines solchen Events gibt es immer wenig rote Umschläge. Was ich aber noch mal gerade gucken wollte, welchen Skin wir hier dann eigentlich bei der Queen haben. Okay, da haben wir auch schon den neuen Skin, den Wasserskin. Ja, okay. Ja, den finde ich natürlich gar nicht mal so schlecht, okay. Das hat so ein bisschen was Geisterhaftes, ne? Okay, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich finde dieses ganze Set nicht unbedingt wirklich super, super gut. Aber den kann man auch noch nicht kaufen, was ihr im Shop natürlich kaufen könnt. Ihr könnt die Drachenmedaillen hier euch zulegen für kleinere Münzen, so will ich es mal sagen. Letztendlich braucht man es aber nicht machen, weil der Pass ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Selbst für den freien Pass hier gibt es reichlich. Vor allen Dingen die Ausbildungsschübe hier sind echt super, super nett. Und es gibt natürlich auch neue Truppen hier. Die Feuerwerkerin, okay, das ist jetzt mal wieder nichts Neues, Leute. Denn die Feuerwerkerin ist aus Clash Royale. Da gibt es sie nämlich auch. Und zwar genauso, würde ich sagen, in der Form, wie wir sie hier auch vorfinden. Und was es aber nicht gibt, den Azure oder den azurblauen Drachen, den gibt es noch nirgendwo. Man könnte jetzt meinen,
Drache A mit Drache B und dann kommt Drache C raus. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Aber es ist sehr, sehr, sehr schick und auch wieder schön animiert hier. Den Azublauen Drachen, er ist noch gesperrt bei mir. Ich muss ihn halt freispielen und die kleine Feuerwerkerin auch. Allerdings hat man die dann gleich, wenn wir gleich den Pass kaufen, dann haben wir das schon. Dann haben wir das schon intus. Und aber der gefällt mir hier sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier haben wir auch die Feuerwerkerin. Noch ist sie gesperrt. Okay, man sollte dann doch schon einen Tank davor setzen, denn die haben nicht viele Trefferpunkte. Ihr seht, die haben nur 420. Das ist ziemlich wenig. Und die 51 Sekunden Ausbildungsdauer ist wahrscheinlich bei mir jetzt schon aus dem Pass raus. Also wenn man den Pass ja schon freigespielt hat. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Event und kaufen erstmal den Ereignispass. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, mein Kauf war verfügbar. Ich habe den Ereignispass erhalten. Diese Pässe hier kann man übrigens auch nicht, sobald ich das sehe, nicht im Store kaufen. Das heißt, ich weiß es gar nicht so genau. Ich gucke mal gerade nach für euch, Leute. Ich glaube, die kann man nicht im Supercell Store kaufen, die Ereignispässe. Nein, bei Clash of Clans gibt es nach wie vor nur den Goldpass, die zu kaufen. Was heißt nur den Goldpass? Immerhin den Goldpass für 7,19 Euro. Und aber die Ereignispässe nicht. Das heißt, die lassen sich dann dementsprechend auch nicht verschenken. Und ja, ich habe immer noch einen Goldpass. Den wollte ich eigentlich an euch verschenken. Beziehungsweise den verlosen wir die Tage mal in irgendeinen der Livestreams. Ich habe jetzt übrigens auch einen Kanal, der dort heißt so ein Streamplan, dass die Leute so ein bisschen besser planen können, beziehungsweise auch meine Mods planen können, wann ich denn online komme und wann sie Lust haben, dazu zu kommen. Also wir sammeln erstmal ein. Ihr seht, der Pass ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut. Also ich mag den Pass, muss ich sagen, und finde das sowieso gut, diese kleinen Ereignisse. Okay, sie kosten Geld. Ja, 24 Dosen, Leute, das müsst ihr dann auch irgendwie eher sammeln oder sowas. Oder Taschengeld, eine Taschengelderhöhung von euren Eltern fordern oder was auch immer. Okay, wir nehmen den Ausbildungsschub hier mit. Nehmen die Drachenmedaillen, haben jetzt schon die Feuerwerkerin freigeschaltet und dementsprechend könnten wir sie jetzt auch nehmen. Ich will sie mal etwas später erst nehmen. Ich muss nicht immer alles sofort haben. Aber jetzt gerade mit der Freischaltung der 30-prozentigen Ausbildungsdauer, hier seht ihr das schon, nochmal von 51 auf 42 Sekunden runtergegangen. Finde ich sehr, sehr nett, gerade wenn man große Armeen hat. Aber ich habe ja auch eine große Armee am Start. Allerdings im Moment mit so ein bisschen Drachenblimp und das, was man im Pass spielen muss. Aber ich habe eben schon einen Angriff damit gemacht auf einen anderen Account, beziehungsweise habe schon mal mir Marken geholt und beziehungsweise nicht Marken, sondern was sammelt man nochmal? Rote Umschläge. Rote Umschläge, also wir haben jetzt erstmal 12 Tage rote Umschläge sammeln Zeit und bin ich auch wirklich mal gespannt, ob ich den Pass bei einigen wieder durchgemmen muss, wie das beim letzten Mal war. Da habe ich das nämlich beim letzten Mal durchgegemmt, damit wenigstens jeder meiner Helden ein wenig diesen Pfeil hat. Also jeder, der so eine Queen hat, so muss ich es ja sagen, ne? Jeder, der so eine Queen hat, hat dann so einen Pfeil. Und wo können wir denn hier eigentlich landen? Ich muss mal gucken, wo die Eulenfeger sind. Da ist ein Giftding. Und da hinten, wo ist das andere Teil? Ja, mir ist aufgefallen, ich glaube, das ist so, dass immer die Wardenplatte und die Clanburg im Moment die Umschläge halten. Kann das sein? Ja, ne? Ich glaube, da liege ich nicht ganz verkehrt mit. Ne? Oh, da ist mal nichts drin. Das ist ja cool. Das ist ja mal sehr cool. Und dann nehmen wir den mal so mit nach 1, 2, 3, 1, 2, 3. Machen wir das mal nach so. Und den gehen wir mal voll rein hier. Weil so weit kommt er auch nicht. Ich habe mich gestern schon ein paar Mal beten lassen hier. Soll mir aber nicht jeden Tag passieren, würde ich sagen. Ich muss mal eben so ein kleines bisschen leiser werden. So, mal sehen, dass wir die roten Umschläge dann auch wirklich bekommen. Und ich sollte vielleicht einmal Investor noch mal mehr mitnehmen, oder? Ah, geht aber gar nicht mal so schlecht. Okay, wir sollten auf jeden Fall beide Platten irgendwie bekommen. Dann gehen wir hier mit King rein, Queen rein, ein Magier noch dahinter. Und gucken mal, was wir hier machen können. Mal sehen. Ich glaube, ich equippe mal gerade, wenn ich dieses hier habe. Ich habe jetzt keinen Mauerbrecher dabei. Okay, Queen und King können sich auch nicht mehr so richtig ab, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Die gehen ja auf jeden Fall immer schön verschiedene Wege. Tolle Wurst, okay. Die gehen immer schön verschiedene Wege, aber wir gehen hier
auf den. Eigentlich wollte ich nicht dahin. Ich wollte eigentlich dahin. Ja, ich wollte eigentlich dahin. Ich wollte eigentlich dahin. Und bekomme die jetzt noch ganz gut rein hier. Ja. Okay, also mir ist aufgefallen, in der Clanburg und unter der Platte des Warden, da liegen die Umschläge erstmal zum Ende des Events. Das wisst ihr selber, kann man noch mal mehr sammeln. Und das heißt also, das erhöht sich jetzt pro Woche oder alle 2, 3 Tage. Da müsst ihr halt mal selber nachgucken. Man kann dieses Event also auch sehr, sehr spät spielen, wenn man möchte. Man muss das jetzt nicht machen, weil jetzt gibt es eher weniger Umschläge. Später gibt es im Spiel, ihr seht, ich kriege noch nicht mal alle. Habt jetzt nur 150 Stück geschafft. Und ist aber nicht so schlimm, da macht es halt die Masse der Angriffe. Und da kann man ja pro Tag hier, wenn man nicht gerade in der Legendenliga ist, unendlich viele Angriffe machen, sofern die Armeen natürlich fertig sind. Aber letztendlich ist nicht ganz so schlimm. Ihr seht, 150 rote Umschläge, das ist jetzt nicht so super viel, muss ich zugeben. Und ich muss aber die Drachen spielen, weil ich sie hier noch im Pass habe. Es gibt aber seit heute Morgen neue Sachen hier im Pass. Das passt mir eigentlich ganz gut. Das passt mir, das im Pass passt mir ganz gut. Ich hatte einen Magier dabei, muss sie allerdings ein paar Zauber spenden. 5-mal Meisterhüte, das ist easy peasy. Und 12 von den Schüsseln. Okay, da muss ich natürlich dran denken. Und viermal das Ding. Das heißt, wir sollten das auch irgendwann mal lockig flockig hier fertig haben. Müssen uns allerdings jetzt auch schon ein bisschen ranhalten. Da kann ich meine ersten beiden Zauber spenden. Sehr schön. 1, 2, 3, das. Und dann haben wir hier den Part auch schon erledigt, den Part Nachtdorf. Den mache ich mit euch alleine. Ich würde sagen, ich frage hier selber mal an und dann machen wir gleich noch eine zweite Attacke. Okay, Leute, wir sind am Start. Ich habe noch mal ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt schon die Feuerwerkerin hier genommen. Die Feuerwerkerin genommen. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen abschließend am Ende des Videos, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Müssen wir mal gucken, ob ihr das könnt oder ob ihr das noch nicht könnt. Erstmal einen Gegner finden hier und weiter die Umschläge sammeln. Umschläge sammeln ist auch echt eine witzige Geschichte. Aber wir brauchen noch ein bisschen Dunkles für die nächsten Forschungen. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Gold und Elex. Aber auch hier seht ihr 150 Umschläge unter der Platte vom Warden. Und 150 Umschläge wahrscheinlich dann wieder in der Clanburg. Wo ist sie? Hier unten. Also die könnte man sich jetzt auch einfach so wegsnacken, ne? Mit Warden und mit einem Warden und mit, sag schnell, mit einer Queen oder was auch immer. Okay, dann gehen wir mal rein. Die Feger sind da unten. Ich würde sagen, wir gehen da rein. Eine Luftabwehr ist wo? Wo ist denn die Luftabwehr? Ach, da. Okay, der hat da eine Luftabwehr. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn wir da reinfliegen, fliegt das ja über eine Luftabwehr. Okay. Ja, ein bisschen doof, dass der da keine Luftabwehr hat, ne? Das ist ein bisschen doof, ne? Aber vielleicht können wir da reinfliegen. Ich habe auch sogar ein paar Ballons dabei, okay. Für etwas vor dem Hund. Und dann schauen wir mal. Oh. Ach ja, das Ding geht ja straight hier Richtung Rathaus, okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, ich muss noch einen sechsten mitnehmen. Ich glaube, ich muss noch einen sechsten mitnehmen. Aber Monolith haben wir bekommen und Rathaus haben wir auch bekommen. Und die Platte hier unten beim Dings haben wir jetzt auch schon bekommen. Sehr schick. Und jetzt muss ich noch mal gucken, wo wir hier reingehen. Wir gehen mal hier Richtung Adler. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist, Leute. Wie wir das jetzt gerade angehen, den muss ich auf zu Fuß stellen. Und die nehmen wir auch noch mit drin hier. All in hier. Irgendwo ist da bestimmt auch noch ein Held. Und unser Magier gesetzt hier zweimal. Sehr schick. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo wir hier am besten frosten. Ich würde sagen, wir frosten hier mal. Ist ja schon weitgehend geräumt. Oh, ich hätte da oben clean absetzen sollen, Leute. Ich hätte mir mal einen Magier aufbewahren müssen. Okay, hier unten außen geht unser King. Ich muss gleich auch mal checken, ob ich nicht doch den King hier,
den komischen Fuß verpasse, sodass der noch reingeht durch die Mauern hier. Der braucht mir einfach ein bisschen lange. Aber die kleinen Schützinnen hier haben ganz gut gehalten, ne? Die Schützinnen haben echt gut gehalten hier. Die bauen hier wirklich nett durch, muss ich ehrlich mal so sagen. Aber ich glaube, das nächste Compartment werden wir nicht mehr bekommen. Kann ich mir vorstellen. Aber guck mal, Mauern stört die auch nicht. Allerdings doch, jetzt schießen sie doch mal auf eine Mauer. Okay, ja, das geht gar nicht mal so schlecht, wie die auf die Mauer ballern hier. Wo ist meine Queen eigentlich, die Abtrünnige hier? Das ist sie noch nicht hier. Das ist noch Frau Gladiatorin. Okay, ist jetzt aber auch down. Und jetzt schießen sie noch mal gegen eine Mauer. Okay, ja, macht ihr ruhig alle Mauern auf hier. Queen braucht auch noch ein bisschen was. Ah, gar nicht mal schlecht hier. Echt nicht schlecht, die Truppe. Okay, das werden ja wieder... Ah, ich habe die Queen vergessen. Das werden ja wieder heiße Klankriege, Leute. Das werden ja wieder heiße Klankriege. Aber wir haben alle Umschläge bekommen. Sehr nett. Okay, nehmen wir noch mal mit. Dafür haben wir die Truppe ja. Und ich denke mal, hier haben wir uns noch nicht mehr freigeschaltet. Ah doch, ein bisschen Glimmererz haben wir bekommen. Und Drachenmedaillen. Wie viele Drachenmedaillen brauchen wir für den ollen Pfeil? 3100 wieder, hatten wir letztes Mal auch schon. Aber ich habe noch zwei Sachen anzumerken eben mal. Und zwar die eine Sache ist, wie verhält sich das hier mit den Sachen hier, wenn man noch keinen... Also angenommen, ich habe jetzt mein Rathaus Level 7 und mein Rathaus Level 8, die ja auch schon King haben und noch keine Queen haben. Ich glaube, mit den Skins ist ja so, die Skins, die ich mir freigeschaltet habe, die habe ich auch später dann auf den dementsprechenden Accounts. Aber wie ist das hier mit den epischen Sachen? Habe ich dann automatisch, wenn ich mir den Frostfall kaufe, oder kann ich mir den gar nicht kaufen? Kann ich mir den gar nicht kaufen. Ich glaube, ich kann nicht. Ich muss mal gerade gucken. Ich gehe mal gerade auf einen drauf. Da habe ich sowieso mal wieder ein Problem mit hier, mit diesem Event hier bei Henrik. Ne? Free-to-Play plus Pass. So muss man es ja sagen. Jetzt gucke ich mal. Er wird mir auf jeden Fall angeboten, dass ich ihn mehr kaufen kann. Aber wo ist er dann? Habe ich den dann wirklich später, wenn ich eine Queen habe? Ich denke mal, ich hoffe es mal schon. Aber das Witzige ist hier nochmal, nur gerade zum Abschluss, Leute, weil es gibt ja immer was zu lachen. Ne? Dieses Projekt heißt Free-to-Play plus Pass. Und dann fragt wirklich einer, darf man in diesem Projekt den Pass für das Event kaufen? Henrik sagt nein. Hallo, das heißt doch plus Pass. Das ist auch ein Pass hier. Pass, da oben steht Pass. Also kauft den ruhig, Leute. Lasst euch nicht einschüchtern. Kauft ruhig den Pass, aber tragt auf jeden Fall einen vernünftigen Creator ein. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bleibt bitte an meinem Kanal dran. Discord etc. alles unten in der Beschreibung, Twitch-Kanal und so weiter und so fort. Bis dahin, vielen lieben Dank. Euer Tuto. Clasht.